Willkommen zu meinem Tutorial über primitive Rekursion auf Listen in OCaml. Aus dem letzten Tutorial sollte man sich noch an Definitionen mit Let erinnern. So zum Beispiel. Oder an Definitionen mit Let-Rec. Mit Let-Rec werden Funktionen definiert. Zum Beispiel fx. Also f von x. Und hier rechts darf irgendwo f wieder auftauchen. Mit anderen Argumenten. Und das ist eine rekursive Definition, die werden wir diesmal benutzen. Listen kann man mit Cons zusammenbauen. Sollte auch noch im Kopf sein. Und es gibt natürlich die alternative Syntax für Listen, die OCaml auch in der Antwort immer zeigt. Und Listen kann man mit dem Pattern Matching wieder auseinandernehmen. Match 1, 2, 3. Fall leere Liste. Und Fall nicht leere Liste mit x am Anfang. Dann sollte man auch ungefähr wissen, was da passiert. Die Liste wird mit den Patterns verglichen. Leere Liste trifft nicht zu. X vorne dran an x ist trifft zu, an x wird 1 gebunden, deshalb ist 1 das Ergebnis. Okay, nun zum Definitionsschema, welches da heißt primitive Rekursion auf Listen. Dieses Schema eröffnet einem den Zugang zu sehr vielen praktisch relevanten Funktionen. Am besten erklärt man das Vorgehen anhand eines Beispiels. Es soll die Länge einer Liste definiert werden. Genauer eine Funktion length, die als Argument eine Liste bekommt und die deren Länge als ganze Zahl zurückgibt. Die primitive Rekursion fordert nun die Beantwortung folgender zwei Fragen. Also Kommentar auf. Length soll definiert werden. Jetzt kommen die Fragen hier. Was ist Length von der leeren Liste? Oder anders ausgedrückt, wie lang ist die leere Liste? Zweite Frage. Gegeben Length von x ist, was ist dann Length von x cons x ist. Oder anders ausgedrückt, wenn x ist, die Länge n hat, wie lang ist dann x cons x ist? Und da braucht es die Klammern nicht. Dann passt es noch in die Zeile. Das sind die zwei Fragen, die man zu beantworten hat. Die Antworten sind einfach. Wie lang ist die leere Liste? 0. Und hier ist die Antwort, wenn x ist, die Länge n hat, dann hat x cons x ist natürlich die Länge n plus 1. So, das waren die zwei Antworten, die man liefern muss. Und jetzt kann man das direkt in Code umsetzen. Und zwar wie folgt. Let-rec, wir wollen rekursiv die Funktion length definieren. Argument ist die Liste, sagen wir, nennen wir sie Ys. So, was machen wir jetzt? Wir machen eine Fallunterscheidung auf Ys. Match Ys with. Dann erster Fall. Nehmen wir an, die Liste Ys ist leer. Dann schreiben wir hier ins Pattern die leere Liste rein, dann den Pfeil. Dann muss das Ergebnis hingeschrieben werden.
für diesen Fall. Erste Antwort war 0, also kommt hier 0 rein. Senkrechter Strich, nächster Fall ist dran. Angenommen, y hat ein x vorne und dann einen Rest x's. Wie schreiben wir jetzt die zweite Antwort hin? Nun gut, wir erhöhen um 1. Und was erhöhen wir um 1? Na, die Länge von x's. So, und das ist schon die Definition. Jetzt probieren wir sie mal aus. Und er findet die Datei nicht. Warum? Weil wir im falschen Ordner sind. Da kann ich gleich mal eine Direktive zeigen, die nennt sich cd, change directory. Und dann probiere ich das mal so aus. Ah, so, okay. Und jetzt bin ich im richtigen Verzeichnis, jetzt kann ich die Datei laden. Direktiven sind praktisch, nicht wahr? Und dann haben wir die Funktion length hier. Ausprobieren, leere Liste. Länge der leeren Liste ist 0, wie erwartet. Wenn wir hier 1, 2, 3, 4 reinwerfen, kommt 4 raus. So, bevor ich das Schema nochmal allgemein erkläre, kommt jetzt erstmal ein bisschen Intuition dazu, was OCaml eigentlich mit dieser Definition macht und wie von so einer Anwendung der Funktion length eigentlich OCaml zu diesem Ergebnis kommt. Und dazu habe ich mal was vorbereitet, nämlich eine PDF-Datei. Und zwar hier, ja, jetzt mal length angewendet auf 4321, sollte das gleiche rauskommen wie eben. Nämlich 4, aber die Frage ist, wie kommt OCaml dahin? Als erstes setzt OCaml die Definition ein. Nochmal die Definition. Wo ist sie? Hier. Das heißt, für diesen Ausdruck length y, was immer auch y später ist, wird eingesetzt, das was rechts vom Gleichheitszeichen steht, nämlich diese Fallunterscheidung. Und das ist der erste Schritt. Dann wird nachgeschaut, wie diese Liste hier oben hätte entstehen können. Zum Beispiel direkt als leere Liste. Die leere Liste ist ungleich dieser Liste, deswegen trifft der erste Fall nicht zu. Oder als ein X, welches vorne drankommt an eine Restliste. Und dieses x ist eben die 4 und x's ist die Liste 3, 2, 1. Deswegen trifft dieses Pattern hier zu, dieses zweite. Dann wird 4 an x gebunden und 3, 2, 1 an x's und damit die rechte Seite ausgewertet. 1 plus length x's. Das sieht dann so aus. Length 3, 2, 1. Dort, wo x's stand, kommt der Rest der Liste hin. Jetzt steht wieder length da. Es wird für die Definition eingesetzt. Die Fallunterscheidung wird vorgenommen. Das heißt, es muss rauskommen 1 plus length x's und x's ist diesmal die Liste 2, 1. Und das geht so weiter. Noch eine Fallunterscheidung. 1 plus length. Und dann die Liste mit dem Element 1. Wieder einsetzen für die Definition. Diesmal ist 1 vorne dran und x's wird zur leeren Liste. Wieder einsetzen für die Definition. Diesmal tritt der Fall der leeren Liste ein, das heißt, hier bleibt 0 stehen, es kommt nicht zu einem rekursiven Aufruf. Und jetzt steht eine Summe da von lauter natürlichen Zahlen. Die wird von innen nach außen ausgewertet. 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, plus 1 ist 4. Und auf diese Weise kommt OCaml im Prinzip zum Ergebnis. Es gibt Optimierungen, aber die sollen uns jetzt nicht stören. Nun sollte klar sein,
wie die Rekursion intuitiv ausgewertet wird. Jetzt kommt nochmal das allgemeine Schema zur Definition einer Funktion mit Hilfe von primitiver Rekursion auf Listen. F soll definiert werden. Dazu stellen sich dann zwei Fragen. Was ist F angewandt auf die leere Liste? Und wenn F von X ist, bekannt ist, was ist dann F von X cons X ist? So, und hier kommt die Antwort darauf, nennt man dann Basisfall. Und hier Rekursionsfall. Und im Code setzt man das wie folgt um. Rekursive Definition von f mit Parameter y. Auf y wird eine Fallunterscheidung angewandt mit match, match y's with. Hier der erste Fall der leeren Liste. Dann kommt hier der Code für den Basisfall. Und hier kommt der Rekursionsfall hin. Natürlich kann das beliebig kompliziert werden, je nachdem, wie kompliziert diese Antworten auf die Fragen ausfallen. Und manchmal ist es natürlich nicht das Klügste, mit primitiver Rekursion auf Listen an das Problem heranzugehen, aber es ist eben eine Methode, die man ausprobieren kann, wenn man eine Idee in Code verwandeln will. So, das war's erstmal zu primitiver Rekursion. Und vielen Dank fürs Zuschauen.